Der Drosten und der Söder auch, die freuen sich ein Loch im Bauch. Sie haben Spaß, die Menschen leiden, daran erfreuen sich die beiden. Umgeschrieben. Mein Kampf ist der Titel nicht geblieben. Der große Umbruch soll's jetzt sein. Die Menschen fallen darauf rein. Merkel, Spahn und Lauterbach machen in der Presse Krach, sorgen schnell für viel Tamtam, schaffen auch die Presse ran. Bill Gates, der hat's gleich sofort erkannt. Die Menschen müssen aus dem Land, am besten sogar alle weg. Vergrabt die Urnen doch im Dreck. Ich bin das Licht der Welt. Und das hat er gesagt in einer Situation, wo auch viel Dunkelheit war. Und ich denke, wir erleben das im Moment auch, wie viel Dunkelheit um uns herum ist. Und Jesus hat aber auch gesagt zu seinen Nachfolgern, die an ihn glauben, ihr sollt Lichter in dieser Welt sein. Und daran musste ich eben denken, ja, wir wollen Lichter in dieser Welt sein. Und wenn wir das sind und wenn wir das durch unsere Kerzen anzeigen, dann zeigen wir auch, wir stehen eigentlich auf der Seite dessen, der als Licht in diese Welt gekommen ist, der eigentliche Herrscher ist. Und wenn auch die Herrschenden sich hoch
rühmen als die, die alle Pläne hätten und unsere Gesundheit und unser Land gut führen könnten. Von Gott heißt es, dass er über die Mächtigen sich wundert und sogar über sie lacht, wenn sie das denken, sie wären die Herrscher dieser Welt. Ich denke, wenn wir jetzt beten, dann wollen wir uns das deutlich machen. Das letzte Wort hat unser Gott und er ist unser Vater. Wer hätte sich jemals vorgestellt, dass man unsere Freiheiten mit immer fadenscheinigeren Argumenten in einem derartigen Ausmaß beschneiden und uns wirtschaftlich so unter Druck stellen könnte, wie in den vergangenen 12 Monaten? Was ist mit den Kindern, die gezwungen werden, in den Schulen Masken zu tragen, wegen den Lüftungswahn in kalten Klassenzimmern frieren müssen und nicht mehr zusammen spielen dürfen? Was ist mit denjenigen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen dürfen und deswegen ausgegrenzt, beschimpft, bedroht und angegriffen werden? Die ständig von der Polizei drangsaliert werden mit Unterstellungen, die Atteste werden gefälscht und sie ihnen dann weggenommen werden und sie dann genötigt werden, trotzdem Masken zu tragen. Was ist mit allen Kritikern, die sich für die Menschenrechte einsetzen, dass diese nicht nur in den Medien beschimpft und gegen ihn gehetzt wird. Die Meinungen werden unterdrückt und zensiert und gelöscht, sodass ein demokratischer Diskurs nicht mehr stattfindet. All das schürt psychische Erkrankungen und Depressionen, die letztendlich mit Suizid enden können. So, meine lieben Freunde, ich bin jetzt hier in Osnabrück auf der Montagsdemo gewesen. Das zweite Mal jetzt schon, aber das erste Mal heute mit Kamera. Und ich fange gleich mal an. Ich habe jetzt hier die Veranstalterin, das ist die Doris. Da sage ich erstmal, hallo Doris, schön, dass du da bist und das hier machst. Und meine erste Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, hier einen Spaziergang jeden Montag zu machen? Nimm mal das Mikro. Ja, okay. Ja, du schneidest das ja dann noch zurecht, ne? Nein. Nee? Ja, okay. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin ja schon länger, also seit letztes Jahr Mai, Anfang Mai so in dieser Bewegung. Also, und ich finde das alles wirklich schwachsinnig und absurd, was da läuft mit diesen Maßnahmen und auch ziemlich vieles widersprüchlich. Und bin auch schon auf vielen Demos gewesen, also sei das in Berlin, also in der ganzen Bundesrepublik kann man sagen. Und auch hier in Osnabrück von der Bürgerbewegung, weil das ja immer schlimmer und strenger wurde mit den Maßnahmen, Corona-Maßnahmen. Das wäre doch eine gute Idee, wenn man jeden Montag so eine Montagsmahnwache machen würde. Das habe ich dann auch in Osnabrück vermisst. Dann habe ich mir gleich gesagt, so, du richtest das hier an, du meldest jetzt ab sofort hier Montagsmahnwache ein. Ne, und erst haben wir ja nur Montagsmahnwache, dann haben wir es mit einem Schweigemarsch gemacht, also mit verbunden. Erstmal nur so durch die Fußgängerzone und jetzt machen wir ja die Montagsmahnwache mit einem Spaziergang oder mit einer Demo um den halben Wald rum zu und dann anschließend auch Montagsmahnwache. Ja, das erstmal. Gut, man hört immer wieder in den Medien, dass die Polizei bei solchen friedlichen Demos sehr hart durchgreifen soll. Und wenn irgendwelche Verrückten kommen, dann machen sie gar nichts. Also kurz gesagt, bei älteren Leuten, da werden sie immer sehr groß und stark. Wie ist die Polizei hier in Osnabrück? Wie zufrieden bist du mit deren Arbeit? Ich muss sagen, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, läuft das hier sehr friedlich ab und sind die uns sehr wohlgesonnen. Wir haben auch schon mal ein Kooperationsgespräch gemacht, wo wir dann alles aus der Welt räumen konnten und seitdem läuft das super sonst. Ihr seid ja heute hier oder immer hier, weil ihr gegen diese Corona-Maßnahmen ja hier protestiert oder beziehungsweise demonstriert. Wie denkst du persönlich über Corona? Ist Corona das, was in den Medien uns verkauft wird? Oder denkst du, Corona ist vielleicht ein bisschen harmloser? Also dadurch, dass ich ja selber Krankenschwester bin vom Beruf, ne, muss ich sagen, also Coronaviren hat es immer schon gegeben und die wird es auch immer geben, also die wird man nicht wegkriegen, ne, egal was sie sich da an Bullshit da ausdenken. Ne, aber dieser ganze Wahnsinn, diese Panikmache, das passiert ja dadurch, seitdem das jetzt dokumentiert wird, ne, durch diesen Drosten-PCR-Test, jeden Tag diese Zahlen und immer mehr und immer mehr. Und dann hat man gemerkt, ja, damit kann man Maßnahmen rechtfertigen. Ja, dann wurde wieder noch mehr getestet und noch
noch mehr. Und damit man immer höhere Zahlen bekommt, damit man immer noch mehr Maßnahmen da durchsetzen kann. Und also ich halte das für völlig unangemessen. Ich war auch in Hannover auf der Demo und da bin ich um Marschsee gelaufen, als ich noch Zeit hatte. Und da war die rechte Seite vom Marschsee, war maskenfrei, musste man keine Masken tragen. Aber auf der linken Seite vom Marschsee war Maskenpflicht, musste man Masken tragen. Ne? Also das ist genau das Gleiche. Ne? Und ja, wie soll man das überhaupt noch verstehen? Ja, Doris, als deutsche Staatsbürgerin hast du das nicht zu verstehen, sondern einfach nur zu machen. Zu glauben. Genau. Meine letzte Frage an dich, wie lange möchtest du noch diesen Montagsspaziergang hier machen? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich selber noch nicht so genau, wie lange ich das machen will oder machen muss. Ne, also für mich ist das auch so ein bisschen Verantwortung. Ne? Man sagt ja, wie heißt das Sprichwort so schön, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ne, und so danach lebe ich auch so ein bisschen. Und damit ich mir irgendwann nicht später ein schlechtes Gewissen machen muss, dass ich nichts gemacht habe. Ne, und solange das mit diesen Maßnahmen so weitergeht, solange versuche ich das, das ist halt mein Plan, das jede Woche wieder durchzuführen. Ne? Also jeden Montag um 18 Uhr hier beim Rathaus Osnabrück und dann geht's los. Ne? Aber okay, ich habe keine Glaskugel, ich weiß nicht, wie lange das Theater noch so geht. Liebe Doris, ich danke dir, dass du die Zeit gehabt hast. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Wenn ich die Zeit finde, komme ich auch nochmal wieder. Jeden Montag 18 Uhr. Was? Jeden Montag 18 Uhr hier am Rathaus. Liebe Freunde aus Osnabrück und Umgebung, jeden Montag 18 Uhr am Rathaus, wenn ihr der Meinung seid, Corona ist übertrieben. Dann schließt die Maßnahmen auch. Also die Maßnahmen. Dann schließt euch hier an, der Doris an, die freut sich über jeden. Genau. War ganz gemütlich und es sind, so wie ich das ja einschätze, keine Verschwörungstheoretiker und keine Verrückten. Genau. Gut, Dankeschön. Ja. Das war's. Ich fahre wieder nach Hause über den Schnee mit meinem neuen Schlitten. Bis dann. Jo, tschüss. Ja, siehst du das.